In Bezug auf unseren Glauben, in Bezug auf das Christentum gibt es viele Missverständnisse. Ein Missverständnis, das wird dem ersten Kosmonauten zugeschrieben, der, als er seinen Auftraggebern, dem Sowjetsystem, berichtete, wie es denn ist, als erster Mensch im All, soll er gesagt haben, er sei Gott nicht begegnet. Hätten die Sowjetherren oder Juri Gagarin, wie er hieß, das Neue Testament gekannt, hätte er nicht dazu ins Weltall starten müssen. Wir wissen das aus dem Johannesevangelium. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Nur einer hat Kunde gebracht, Jesus Christus. Das ist sozusagen ein negatives Missverständnis, ein rationalistisches Missverständnis. Aber es gibt auch geistliche Missverständnisse. Es gibt das Missverständnis, als sei das Christenleben ein unaufhaltsamer Aufstieg zu Gott. Wir lesen das in einer Schrift bei Gregor von Nyssa. Dort heißt es, genauso wie Körper, wenn sie den ersten Anstoß nach unten erhalten haben, auch ohne weitere Einwirkung von selbst immer schneller in die Tiefe stürzen, so gerät umgekehrt die Seele, die sich von irdischer Leidenschaft befreit hat, in eine schnelle Aufwärtsbewegung, erhebt sich ständig über sich in stetig aufwärts strebendem Flug. Augustinus ist ein solcher Mann gewesen, den das unglaublich beflügelt hat, auch mit seinem platonischen oder neuplatonischen Hintergrund seiner Philosophie. Augustinus war fest davon überzeugt, nach der Bekehrung, nach der Taufe, wenn ich Christ bin, geht es nur noch aufwärts. Es ist schön, dass vor ungefähr 2 Jahrzehnten unser jetziger Papst, damals noch Kardinal Ratzinger, dieses geistliche Missverständnis kommentiert hat. Er sagt von Augustinus, aber vielleicht auch von uns, Augustinus musste lernen, dass Christsein immerfort ein mühsamer Wanderweg mit all seinen Höhen und Tiefen ist. Statt Ascensus, Aufstieg, Iter, Weg, in dessen ermüdender Schwere uns Augenblicke des Lichtes trösten und tragen, die wir dann und wann empfangen dürfen. Liebe Schwestern und Brüder, heute, der Tag Christi Himmelfahrt, ist ein solcher Augenblick des Lichtes, da wir Christus in seiner Vollendung sehen dürfen. Und diese geistliche Erfahrung, die sich durch diese Missverständnisse erhält und die wir tiefer verstehen können, zeigt sich im Evangelientext heute. Doch dürfen die Jünger die Augenblicke des Lichtes erfahren. Sie sehen Christus als den auferstandenen Herrn im Licht Gottes und wie er erhoben wird zu seiner Rechten, wie es die Psalmenlieder schon besingen. Und wie die Jünger sie jetzt neu verstehen, indem Christus ihnen im Licht von Ostern das Verständnis der Schrift schenkt, wie es am Beginn des Evangeliums heißt. Aber die Jünger selber heben nicht ab. Das war das beginnende Missverständnis des Augustinus. Christsein als ein permanenter Aufstieg. Nein, als Christen sind wir, so sagt es der Evangelist deutlich in dieser Himmelfahrtserzählung, auf die Wege dieser Erde gesandt. Wir müssen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Die Jünger gehen zurück nach Jerusalem. Wir kennen das aus den Abschiedsreden des Johannes, wie die Jünger beginnen zu trauern. Wir haben das in den letzten Tagen immer wieder gehört und bedacht. Wie die Jünger wirklich traurig sind und Jesus fragen, wohin gehst du? Warum lässt du uns allein? Und Jesus ihnen immer wieder einschärft, seid nicht traurig. Ihr kennt den Weg, den ich gehe und den ihr gehen müsst. Jesus verschwindet nicht einfach. Jesus im Licht Gottes ist jener Blick, den ein Christenleben immer ausmacht. Ist ein Fixpunkt für unseren Glauben, den wir niemals aus den Augen verlieren dürfen. Der erhöhte Christus.
Am Beginn jeder Eucharistiefeier geht unser Blick, geht der Blick der gesammelten Gemeinde auf diesen erhöhten Christus, wenn sie ruft, Kyrie. Du bist der Herr, du bist der Auferstandene, du bist derjenige, der durch den Tod gegangen ist. Du bist der Einzige, der ein rettendes Wort sprechen kann. Du bist der Herr unseres Lebens, auf dich und in dich hinein sind wir getauft, nach dir sind wir genannt. Du allein bist die Kraft und die Macht, der wir uns verschrieben haben. Bei dir allein finden wir Leben. All das liegt in diesem Blick. Ein Blick, ein Fixpunkt, sagte ich, der uns ein Leben lang zieht und der uns nicht mehr loslassen darf. Weil wir eben all die mühsamen Wege gehen müssen, die auf dieser Erde zu gehen sind. Wir gehen die gleichen Wege wie alle anderen, mit Auf und Ab und zuweilen auch als Kirche durch tiefe, dunkle Täler. Aber durch diesen Blick, da wir diesen Fixpunkt haben, den erhöhten Christus, da wir ihn kennen dürfen, da er jedes Mal neu zu uns spricht und da er seinen Segen bei uns lässt. Ich denke, man kann das sagen. Die Sakramente der Kirche, wo wir Christus selber begegnen dürfen, sind der bleibende Segen des auffahrenden Herrn für uns, wo wir seine Nähe suchen müssen, wo wir Trost und Kraft finden, um den Weg weiterzugehen, der uns zugemutet wird und der oft genug schwer ist. Die gleichen Wege wie die anderen, aber wir gehen sie anders, weil wir einen Punkt haben, auf den wir unseren Blick richten können, weil wir Christus kennen und sehen dürfen im Licht Gottes. Augenblicke des Lichtes, die uns geschenkt sind, die uns kräftigen und trösten. Gerade deshalb sind die geistlichen Texte, die Texte auch der Tagzeitenliturgie von diesem Tag, wenn wir etwa an den Hymnus denken, voll von diesen Worten Amor et Desiderium, Liebe und Sehnsucht. Natürlich kennen wir alle den Wunsch, irgendwann abzuheben, dass es schneller geht. Wie viele geistliche Lieder gibt es, die davon sprechen und singen? Und dennoch, niemand von uns hat das in der eigenen Hand. Wir müssen die Wege gehen, Schritt für Schritt, auch wenn wir stolpern, ja sogar wenn wir fallen. Aber immer ist es der Blick auf Christus und sein Blick auf uns, der uns aufstehen, weitergehen lässt, der uns führt in die nächste Herberge auf dieser Pilgerschaft, in die nächste Herberge zum nächsten Sakrament der Vergebung, der Eucharistie, die wir immer wieder empfangen dürfen, damit uns die Kraft nicht ausgeht, damit die Puste langt, dass wir unseren Weg vollenden, so wie wir das im Tagesgebet sprechen durften. Dass wir die Gewissheit erlangen, dass wir dorthin kommen, wo Christus uns vorausgegangen ist, in das Licht des Vaters, in das österliche Licht bleibenden Lebens. Das ist die Zumutung christlichen Lebens und seine Ermutigung. Ich fand bei der großen jüdischen Dichterin Nelly Sachs in ihrem Gedicht »O du weinendes Herz der Welt« die letzte Strophe, die das in ihrer Sprache unnachahmlich zusammenfasst. »O du weinendes Herz der Welt, auch du wirst auffahren, wenn die Zeit erfüllt ist. Denn nicht häuslich darf die Sehnsucht bleiben, nicht häuslich darf die Sehnsucht bleiben, die Brückenbauende von Stern zu Stern.«